So, herzlich willkommen in meinem nächsten YouTube-Video. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Und heute möchte ich mit dir über ein spezielles Thema sprechen, was ich sehr regelmäßig erlebe. Und zwar geht es darum, dass du übergewichtig bist. Ja, du bist übergewichtig im Regelfall, wenn du schwerer bist, als du groß bist. Was meine ich damit? Wenn du kein Bodybuilder oder Leistungssportler oder ähnliches bist und wie ich beispielsweise 1,87 groß bist und aber beispielsweise 92 Kilo wiegst, dann bist du im Regelfall übergewichtig. Das heißt, du solltest nicht schwerer sein, als du groß bist. Ja? Wir erleben es regelmäßig bei uns in unseren Coachings, dass beispielsweise Menschen reinkommen, die sind 1,75 groß und wiegen 85 Kilo. Ja? Diese Menschen sind nicht adipös, sie sind aber übergewichtig. Und ein kleines Bäuchlein möchte ich dir auch gesagt haben, auch wenn es arrogant wirkt, es tut mir leid, es ist halt so, ein kleines Bäuchlein ist nicht normal. Es ist nicht normal und es gehört nicht dazu. Wir kommen nicht mit kleinem Bäuchlein auf die Welt und es sollte auch nicht normal sein. Bin ich ganz ehrlich zu dir, ja? Es geht nicht darum, dass du das Sixpack haben musst und du musst auch keinen Spargeltarzan, hat man immer so bei uns gesagt, kein Spargeltarzan sein, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass du dir über deinen Körper bewusst bist, ja, und über sein Körperbewusstsein sollte man, ja, schon selbst, also man sollte Verantwortung für seinen Körper übernehmen, ja, und wenn du 30 plus bist, älter als 40, vielleicht sogar älter als 50, dann ist das sehr, sehr wichtig, weil du hast Verantwortung, nicht nur für dich selbst, sondern im Normalfall auch für deinen Partner, deine Partnerin, für dein Umfeld, für Kinder, Enkelkinder, vielleicht Angestellte. Und du trittst deine Verantwortung mehr oder weniger mit Füßen. Auch wenn du das jetzt vielleicht belächelst und sagst, naja, so schlimm ist es ja nicht. Doch, es ist schlimm, weil dein Übergewicht bedeuten auch im Umkehrschluss irgendwo Krebszellen. Ja, und du musst das mal von der Seite sehen, dass du eben Verantwortung trägst, dass deine Gesundheit ist eben das höchste Gut. Ohne deine Gesundheit keine Familie, keine Zeit, kein gar nichts, weil die meisten halt auch gerne sagen, ja, ich habe ja keine Zeit, um Sport zu treiben, um mich gesund zu ernähren, um mich zu bewegen, bla, bli, blub, das sind so die Klassiker. Wozu brauchst du Zeit? Du musst sowieso essen, ja? Und wenn du im Restaurant bei einem Geschäftstermin beispielsweise essen gehst, musst du nicht unbedingt 3 Bier trinken und du musst auch nicht unbedingt den Riesenteller Nudeln und danach noch die Nachspeise essen. Du kannst es auch alles ein bisschen gesünder, ein bisschen bewusster treiben. Sorry, mir fällt es heute schwer mit dem Sprechen. Und dementsprechend möchte ich dir nur sagen, schau, wie groß und wie schwer du bist. Du wirst es wahrscheinlich wissen. Und wenn du eben 1,80 groß bist und 90 plus Kilo wiegst, von mir aus auch nur 85, dann wirst du vermeintlich im schlimmsten Fall, wenn du eben nur ein bisschen schwerer als du groß bist und kein Muskeltraining, kein Bodybuilder, kein Leistungssport betreibst, wirst du vermeintlich dann eben skinny fett sein. Das heißt, du bist eigentlich überall relativ schlank, hast aber zu viel auf der Hüfte und vielleicht auch ein bisschen zu viel an der Brust. Und auch dann solltest du etwas ändern, weil auch das ist nicht üblich und nicht normal. Auch dagegen kann man vorgehen. Ja, das möchte ich dir eigentlich nur in dem Video gesagt haben. Sprich, versteh mich nicht falsch, du bist natürlich nicht übergewichtig, wenn du 1,80 groß bist und 82 Kilo oder 85 Kilo wiegst und aber guten Kraftsport betreibst, dich bewusst und gesund, oder bewusst zumindest ernährst und gut aussiehst, auch ganz klar, körperlich gut aussiehst, wobei das auch subjektiv ist, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Aber wenn du selber weißt, okay, mir hängt der Bauch auf der Hose, ich bin nach 3 Treppenstufen, bin ich platt, bin ich kaputt und ja, und vielleicht sagen mir auch die Kinder, Papa, du bist, oder Mama, je nachdem, eher Männer bei uns, aber Papa, du bist zu dick, dann weißt du, dass du etwas ändern musst oder zumindest solltest, ja. Wenn nicht für dich, dann für deine Familie. Das war's mit dem Video. Ich hoffe,
dass dir das Video gefallen hat. Lass mir gern konstruktive Kritik da. Auch gern ein Like, so einen Daumen hoch kannst du mir auch gerne da lassen. Würde ich mich drüber freuen. Und wenn du etwas ändern möchtest und der Meinung bist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu ändern, dann würde ich sagen, haben wir hier einen Link unten eingeblendet. Da kannst du auch raufklicken und kannst dich auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns eintragen. Und dann schauen wir einfach mal, wo du stehst und wo du hin möchtest und wie wir dir eben am schnellsten dahin helfen können. In diesem Sinne, das war's mit dem Video, weil mir das Sprechen auch schon wieder schwerfällt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest oder wenn wir tatsächlich sogar miteinander telefonieren. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao.